Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir haben in der letzten Folge nicht wirklich viel erreicht. Ja, läufst du auch? Okay. Wir waren im Lager vom Holzfäller gewesen. Wir haben Arre gesehen, wie er schläft. Aber mir fällt doch was ein. Wir könnten noch eigentlich mal benutzen machen. Mal gucken, vielleicht sind wir ja dann irgendwie schneller. Ich glaube, bei... Oh, wie war das jetzt nochmal? Hier oben war der Drache. So. Beim Drache kann ich doch bestimmt auch irgend noch was machen. Schau an. Schild. Vorsicht, leicht entzündliche Substanzen. Okay. Schau an. Fels. Das ist eine Felsenspitze. Kann ich benutze leider mit Ding? Ich glaube, das wäre nicht sehr sicher. Kann ich benutze das mit dem? Das geht doch so nicht. Auch nicht. War an dem Arge ein Seil dran, als wir das beide Zwerge mitgenommen haben? Geht das vielleicht? Oh, anscheinend geht das. Aber wo kommen wir dann hin? Geht es jetzt hoch? Ah, geht jetzt hoch, ja. Das geht ja mal schön. Okay, was haben wir hier alles? Da haben wir das, schau an. Ne, da geht er bloß für runter. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nicht runter. Das ist eine Felsenspitze. Ja, klasse. Geht runter und dann sagt er, das ist eine Felsenspitze. Das hätte er von oben sehen können. Okay, was haben wir hier? Loch. Ich sehe überall Drachenschätze rumliegen. Kann ich benutze leider mit Loch? Das geht doch so nicht. Benutze Feuerlöcher mit Loch? Das geht doch so nicht. Kann ich da rein? Nee, rein geht er auch nicht. Kann ich... er sieht Schätze. Kann ich vielleicht mit Magnet Münze holen? Also wenn es Goldmünze sind, funktioniert es nicht. Oh doch, es geht. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Ja, genau. Also müsst ihr eigentlich nichts dran sind. Oh, noch was dran. Was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Goldmünze? Benutzen wir es nochmal. Mal gucken, vielleicht können wir eine ganze Horde ausheben. Dann können wir uns noch irgendwas kaufen. Obwohl es nicht so wäre, dass wir nicht uns was hätten kaufen können mit dem Kohle, was wir schon haben. Bei Drache beklaue ist es schon hart. Oh ja, geht doch nochmal. Können wir das auch ein drittes Mal noch machen? Am Schluss kommen wir runter, der Drache liegt auf dem blanken Stein und dann meine ganze Gold aus rum weggeklaut. Aber das hätte doch auch machen können, wenn er unten in die Höhle rein geht. Er schläft doch, oder? Auch drittes Mal funktioniert. Nutze. Versuchen wir es nochmal. Nutze das. Das geht doch so nicht. Benutze das mit dem nochmal. Er macht es nochmal. Mal gucken, wie viel Gold wir überhaupt haben. Ob sich überhaupt was ändert, wenn ich das jetzt nochmal mache. Oh, diesmal ist nichts dran. Das war nicht viel für einen Drachenhort. Okay, wenn wir ja hier so einen Schnitt können. Ich würde sagen, ich gehe nochmal rein, gucke. Vielleicht hat sich hier drin was verändert, dass wir was machen können. Nö, ist eigentlich noch der ganze Hort da. Und er schläft, also will ich ihn nicht wecke. Der arme Kerl ist verkältet. Warum ich hatte die Männergrippe, sonst war es das finde. So, benutzen wir Karte, das sind wir ein bisschen schneller.
Ich hoffe, dass das richtig ist. Die Brücke und dann hier zurück. Genau, hier waren wir beim Sound. Wie lange muss ich noch warten? Ich hatte Probleme mit den Tasten. Bald ist es fertig. So war Sausewohl. Das ist der mit dem Sausewohl, also. Boah. Gut. War das jetzt hier hoch? Weil irgendwo muss ja. Oder war es bei der Zwerge gewesen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der Holzfäller war. Boah. Ich versuch's jetzt einfach mal noch rechts raus. Mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt zum dem Lager hin. Also ich muss zum Holzfäller nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da was vergessen. Ah ja, doch, das Holzfällerlager. Da geht doch so langsam mit dem Finden von Sache. So, schau an, was hatte man jetzt nochmal alles? Nur noch die beiden. Schau an, Haken. Ein Haken, mit dem man einen Topf übers Feuer hängt. Den Topf habe ich aber nicht. Schau an, Feuer. Darin brennt ein sehr heißes Feuer. Unwahrscheinlich, dass das benutzt werden müsste, aber wir können es ja gerne probieren. Wir können ja mal eklig sein. Ich liebe solche Sachen. Okay, der macht jetzt wirklich das Feuer aus. Und jetzt? Da ist was drin? Schau an, Kohle. Das Feuer ist gelöscht. Kann ich Haken benutzen? Schau an, Haken. Schau an, Haken. Ein Haken, mit dem man einen Topf übers Feuer hängt. Entferne Haken. Das trage ich nicht. Diese? Bewege? Oh. Das ging sogar. Cool, was haben wir hier alles? Oh. Schau an. Ebenholz. Zedern. Das ist ein Stapel Ebenholzklötze. Ah, ich glaube, das ist das Holz, was wir brauchen. Ja, kann man das alles mitnehmen? Ich bin allergisch gegen Ebenholz. Aha. Okay. Ich bin allergisch gegen Zedernholz. Ah ja. Ich bin allergisch gegen Rosenholz. Okay. Ich bin allergisch gegen boeotianisches Kirschholz. Ach du Scheiße, Nege, was da alles allergisch ist. Okay, Eiche? Kann ich die vielleicht mitnehmen, die Eiche? Das ist ein Stapel Eichenstämme. Kann ich ja mitnehmen, oder? Nimm Eiche. Ich bin allergisch gegen Eichenholz. Boah, okay, was der alles allergisch ist. Nimm Mahagoni. Ich mag Mahagoni. Okay, jetzt haben wir schon mal Mahagoni. Alter, was mir ist Sache an. Kann ich Teak Ich nehmen? Bin allergisch gegen Teakholz. Okay, kommen wir jetzt wie einfach hier raus. Ah, einfach draufstellen, wenn wir hochfahren. Also, wenn er da unser Holz lagert, okay, das wird dann schön getrocknet, aber was hat das sonst für Sinn? Haben wir sonst schon was hier angucken? Nur noch die Kohle, der Kamin. Oder waren wir jetzt gerade? Gut, aber wir haben jetzt schon mal für unsere Freunde das. Ich benutze mal die Karte für Schnellreise. Benutze Karte. War das hier? Ich glaube, es war hier in der Nähe. Komm, einmal reden wir noch mit ihr. Weiße Eule. Naja. Sie sieht nicht besonders clever aus. Aber. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. Diesen Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Mhm. Ja? Zwerge lieben, trinken gerne, Bier. Super, vielen Dank. Es war mir ein, Vergnügen. Komm zurück, wenn du, mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir hatten das aber schon mit dem Bier, also das haben wir schon gemacht.
So. Ah, ich wollte mir doch mal das Gold ausschauen. Würfel mal an. Schau an. Gold. 43 Goldstücke. 43 Goldstücke, okay. Was kann man mit 43 Goldstücke machen? Ah, hier komme ich wieder in der Lade. Wir müssen dann noch das Kraut holen für die Druide. Oh, wir müssen das Zepter holen, dass wir Magier werden. Also wir haben schon noch einiges zu tun. So. Können wir hier was hierher kaufen? Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. So, was kann man er alles? Hierher. Das ging ja alles, ne? Ich sage, er gehört hierher. Das? Kann ich die Uhr kaufen? Hierher. Okay. Ich möchte das kaufen. Das ist unverkäuflich. Es ist ein Familienerbstück. Okay. Was haben wir noch? Welche? Ich möchte das kaufen. Er ist kaputt. Dann verkaufen das doch nicht. Was haben wir noch hier? Da oben. Ich möchte das kaufen. Tut mir leid. Die sind alle für Nanok den Barbaren reserviert. Aha. Mal noch. Kann ich die nehmen? Eigentlich bevorzuge ich Blondine. Ja, das wäre nett. Kann ich einen Hammer nehmen? Ich möchte das kaufen. Das macht 2 Goldstücke. Och doch, das geht. Nee, nimm mal mit. Okay. Vielleicht hier brauchen hast du das Geld. Aber der du ist bekommst doch da. Einen kostenlosen Nagel dazu. Wow. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich will nur ein bisschen stöbern. Okay, kann ich doch noch was nehmen? Ich möchte das kaufen. Das sind sehr teure magische Bohnen. Die kannst du dir nicht leisten. Okay, was ist denn ich möchte das kaufen. Die sind nicht zu verkaufen. Topf. Ich möchte das kaufen. Die sind unverkäuflich. Ich brauche sie zum Kochen. Okay, ich glaube, das andere hatte mal alles schon mal. Wir hatten zu viele Beschwerden darüber. Ja, da gehen wir einfach rüber. Okay, jetzt haben wir einen Hammer und einen Nagel. Ich möchte jetzt aber zu der Würmcheck, also zu der Holzwürmer, weil schaue an. Nagel. Das ist ein Holznagel. Das ist ein ultra Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich den brauche. Wir haben doch ein Brett, das uns jedes Mal nur ohne wirft. Vielleicht können wir es nur damit wegschnageln und dann können wir drüber gehen. Schauen wir mal. War das bei den Zwergen oder war das hier? Komm, gucken wir mal bei den Zwergen. Vielleicht war es da oben. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ja, geh weiter. Nee. Ich laufe auch immer wieder dahin und ich will nicht zu den Goblins. War das hier links raus? Wir wollen ja zu der. Ja, hier war der Dr. Jones früher. Jetzt hockt er irgendwo andere Stelle im Loch. Ja, ja, Dr. Jones. So, gehen wir mal da nuff. Irgendwo war es. Ach, so ein Waldstück, wo. Stopp. Hier war es, glaube ich, verkehrt. Hier kommen wir zu dem Ort, wo wir beschworen wurden zum Futtere. Ich glaube, das ist nicht so gut. So, hier noch weiter schon. Ich finde es halt sehr verwirrend. Es müsste mehr Punkte auf der Karte geben, wo man dann anwählen kann. Oder ich hätte mir schon längst mal Karte machen müssen. Okay, hier ist die Eule. Gehen wir mal weiter. Die Eule ist super, finde ich. Ist ein bisschen verwirrt, ein bisschen durchverpeilt, aber okay. Guck mal auf die Uhrzeit. Guck mal auf der Tacho, Alter. Die schläft eigentlich den ganzen Tag. So. Ich glaube, noch rechts war das noch. Hier kommen wir, glaube ich, wieder in die Stadt. Hier war der Barbar. Wo komme ich dann da unten? Also, ich glaube, hier komme ich wieder zur Kreuzung zurück, wo ich war vorhin eben. Na, komm, geh weiter. Ja. Komm, geh wieder zurück. Dup. So, gehen wir mal eins nach rechts. Weil hier war ja der Barbar, der uns geholfen hat über die Brücke. Die Aktion war auch geil. Okay, jetzt sind wir hier wieder am Wegkreuz, wo wir nur rechts gehen.
Oder komm mit Obere zum Loch. Nee, wie lange muss ich noch machen? Ich muss es nur noch zusammenbauen. Ja, nix wie weg. Husch. Okay, das war da nett. Wo waren da die Jungs? Ne, da war aber der Dr. Jones. Wir müssen da hoch. Wenn nicht, guck ich mal da lang. Ne. Da waren wir ja wohl bei der Eule, glaube ich, war das. Eieieiei, Orientierung sind null. Okay, wo kommen wir dann da hin? Weil irgendwo muss das ja Sinn. Gehen wir mal nach unten. Vielleicht ist es ja unten rum. Wer weiß. So, hier haben wir schon der umgefallene Baum. Aber war das hier in der Nähe? Ja, da sind sie. Gehe zu, rede mit. Rede mit. Hast du denn dieses Maragoni schon? In der Tat, ich habe es. Wow. Das war wunderbar. Ziemlich gemütlich in diesem Boot, was? Woher soll ich das wissen? Wird es nicht, wenn wir hier eine Weile drin bleiben? Die Aussicht ist echt besser als in diesem Stumpf. Null Problemo. Wenn du uns brauchst, ruf einfach, okay? Oh, das ist cool. Ich glaube, ich brauch mal ein Nickerchen. Tschüss. Seltsam. So. Benutze das. Wo gehen wir jetzt hier? Wegekreuz war nicht schlecht. Ich glaube, hier kam ich zum Turm. Weil ich habe nämlich eine Idee, weil ich krieg vielleicht mit den Würmern, also mit den Holzwürmchen, die magischen, wo mit mir reden können, kriege ich doch vielleicht die Tür hier auf. Und vielleicht finden wir da hinten dran was. Also benutze das mit dem. Obwohl ich mich daran erinnere, dass oben auch noch der Boden. Das geht doch so nicht. Suchen wir es über die Boote. Vielleicht können wir da was machen. Vielleicht können wir es mit dem Hammer. Also, benutze. Das Haare. Ergibt doch keinen Sinn. Dann geh hoch. Hoch. Benutze. Haare. Geht doch. Warum klettert er gleich schon? Also, ich könnte es nicht. Also, ich habe das früher schon in der Schule versucht. Da ich Höheangst habe, ist es sowieso nicht meins. Leider ist schon ganz kriminell. Weil der Boden war doch auch ziemlich marode. Vielleicht kann ich hier was machen. Schaue an, Boden. Sehen aus wie solide, hölzerne Fußbodenbretter. Solide? Kann ich... Kann ich mit dem Hammer das kaputt schlagen? Das geht doch so nicht. Vielleicht die Holzwürmer machen das? Okay, Jungs. Oh. Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Null Probleme. What the? Ah! Aber jetzt ein Schritt zurück. Okay, die Hände gerade nur so von oben ohne Loch. Aber was haben wir hier? Schaue an. Schau an, Tür. Von draußen erscheint es irgendwie kleiner. Das stimmt wohl. Keil, schau an, Keil. Ein dreieckiges Stück Holz. Kann ich den nehmen? Kann ich jetzt die Tür damit öffnen? Ja! Was haben wir da ohne? Schau an. Ich kann zwar nicht viel sehen, doch der Geruch ist widerlich. Okay, hab ich noch ein Seil? Nutze das mit Loch? Das geht doch so nicht. Nö, hab ich noch. Da der Hage hatte ich weg. Vielleicht geht jetzt die Leiter. Oh ja, sie geht. Hut auf, raus, fertig. Kann ich jetzt runter? Ist es... Das versteckte Grab von dem Hexenmeister? Ja, hoffentlich ist da jetzt öffnet. Ja, warte mal. Noch was? Ja, nur die zwei Sachen. Öffnet das. Weil da ist ja sonst nichts. Kann ich vielleicht einfach hingehen und.
das Zepter raushole. Seltsam. Voller Bandagen. Seltsam. Oh. Wir haben zufällig Interesse an der Beerdigung. Aber da ist das Zepter, wo wir wahrscheinlich bauen. Ja, das doch. Das oh. war knapp. Kann ich nicht einfach das Zepter nehmen? Muss ich das jetzt wieder machen, das Ganze? Öffnen? Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ja, wir brauchen ja das Zepter. Warum ist Indiana Jones nie so etwas passiert? Oh, das war knapp. Kann ich einfach nimm was machen? Kann ich es einfach wegnehmen und wegrennen? Geht das vielleicht? Also öffne das. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ja. So, nimm. Nimm. Wenn ich doch bloß ein echter Zauberer wäre. Nö. Das war knapp. So, mess nochmal. Ich brauche das Zepter. Irgendwie muss ich hier dran kommen. Ein in Stein gehauener Sarkophag. Kann ich, muss ich vielleicht entferne drücken? Schließe, benutze, öffne. Doch. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Kann ich entferne? Ich habe heiliges Wasser hier. Nö, das war wohl nix. Irgendwie muss es gehen. Ich muss das doch irgendwie kriegen können. Öffne das. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. So. Kann ich hier was anklicken? Nimm. Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Oh. Okay, das ging sogar. Oh, der Arme. Schau an. Ein Haufen Schmutz und Bandagen. Kann ich die mitnehmen? Ich kann auch ohne 1000 Jahre alte Bandagen leben. Benutze Eimer mit dem. Das geht doch so nicht. Aber wir haben schon mal das Zepter jetzt. Das ist doch schon mal was wert. So, aber ich bedanke mich schon mal bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, auch wenn die Folge mal ein bisschen länger ging als normal. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie es weitergeht oder wenn der Ton irgendwas nicht passt, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare, dann kann ich darauf reagieren. In diesem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.